Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. Wo ist dieser Senator? Sag adios, Tronzo! Warum sollten wir Egidio unser Geld geben? Keine Diskussionen. Eure Schuld ist überfällig. Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein. Wir kommen, um zu kassieren. Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Guter Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Trocke. Euch schulde ich nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesares Bankier. Ha, Cesare Borgia. Und ihr seid... Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zurzeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Ma che meraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur mein ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden. Ich kenne einen Ort. Andiamo. Aber ihr werdet mich beschützen müssen. Die Wachen sind nicht sehr freundlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Jemand möchte euch tot sehen. Vor kurzem erzählte mir mein Bruder Francesco, der Kämmerer des Papstes. Ich weiß, lasst mich ausreden. Es ging um Cesares Pläne für die Romagna. Ich schrieb eine Warnung an den Botschafter von Venezia. Doch einer der Briefe wurde abgefangen. Der Senat hat heutzutage nichts zu tun. Die Borgia haben die ganze Macht. Wisst ihr, wie es ist, nur Cazzo zu machen? Es verändert einen. Zugegeben, ich habe gespielt, getrunken. Und gehurt. Oh, ihr seid gut. War es das Parfum an meinem Kragen? Hier ist es nicht sicher. Wir müssen weiter. Grausamkeit, verlassene Kinder.
jetzt verabschieden wir Gesetze über die erlaubte Ärmelweite von Frauenkleidern. Ihr nicht. Ihr sammelt Gelder für falsche Vorhaben, um eure Spielschulden zu begleichen. Falsche Vorhaben? Ich wäre interessiert daran, sie zu verfolgen, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin. Wir können nicht anhalten. Zu viele Wachen. Habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht, das ist das Bedeutendste, das ich hinterlassen will? Verstand verloren? Briefe. Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider hab ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich tut. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behaltet die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann lasst ihr sie verschwinden? Dieses Pezzo di Merda mag mich hassen, aber er ist Familie. Va bene, wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Egidio, seid ihr nun doch bereit, wie ein Ehrenmann zu sterben? Ich habe das Geld. Oh, das ist was anderes. Der Bankier wird erfreut sein. Seid ihr allein? Habt ihr sonst jemanden gesehen? Kommt mit, Klugscheißer. Habt ihr irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Cesare kümmert sich um ihn. Ich hoffe, er ist wohlauf. Und, was werdet ihr mit meinem Geld machen? Der Bankier behandelt seine Freunde gut. Großzügig er ist. Was sagtet ihr? Nichts. Auf
Der Senat von Rom richtet einen ernsten Appell an alle Römer, Steine und Marmor aus den alten Ruinen mit Vorsicht zu entfernen. Ein Teil des Kolosseums brach letzte Woche ein und tötete dabei ein Kätzchen. Senato de Rossi war zutiefst betrübt. An die Mitglieder der Architektengilde, der Architetto Maestro Jan Kempken von Delft, gibt nächsten Freitag ein Seminar über den Bau von modernen Brücken und Deichen. Egidio hat bezahlt. Gut, gut. Der Bankier plant einen besonderen Abend. Ich werde ihm das Geld überbringen. Gebt es her. Festhalten, bis ich zurückkomme. Nur nicht das Geld aus den Augen verlieren. Warum kann ich nicht gehen? Ich habe bezahlt. Er zählt das Geld. Bis es gezählt ist, bleibt ihr hier. Senator kalt machen.
Alles in Ordnung da drin? Wir müssen gehen, Luigi. Wir sind spät dran. Ist die Zählung beendet? Va bene. Tötet ihn! Nein. Glück gehabt. Luigi sagt, er bleibt am Leben. Geht voraus, Capo. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Bald sind wir hier fertig. Jetzt machen wir Zeit gut. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Wir sind auf Kurs. Vielleicht sind wir da. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Bald mischen wir uns unter die Feiern. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Versteckst machen wir Zeit gut. Wir sind fast da. Gebt mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana! Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Sagt Claudia, der Bankier ist hier. Gebt ihm was zu tun. Oh, nimm mich wieder mit ins Paradies. Hey,
schnelle. Für den Bankier. Hey, soll ich dir mal was Schönes zeigen? Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Ich war noch nie im Trastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Ich beschütze euch. Na klar, eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sage ich dem Priester bei der Beichte? Und werden an eurem Haus vermutet. Mein Küsschen, Schönste. Hey, Principessa, möchtest du mein Schwert sehen? Wie viel Fleisch du mir musst? Oh, Martina, du musst dich mit zum Teil haben. Hey, alte Maid. Geld für euch, Bankier. Ich nehme das. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borgia. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm. Du genießt den Abend. Ja, Eccellenza, ruhig. Es gibt hier so viel zu sehen. Moment mal. Oh, ich wollte keine Kost. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen die Macht so lohnt. Wenn ich einen Apfel sehe, pflücke ich den Apfel. Niemand hält mich auf. Nun, kommt darauf an, dessen Baum es ist. Das verstehst du nicht, Maki. Mir gehören alle Bäume. Meine nicht. Gut, los. Ganz okay. Ich sah dich Geld von meiner Wache stecken. Dafür habe ich einen Ritt frei. Mehr noch, ich will, dass du die ganze Nacht machst. Umsonst? Ich muss doch auch etwas leben. Hast du denn vielleicht eine Schwester? Nein, aber eine Tochter. Danke, dass ihr gekommen seid. Schöne Frau! Wir haben eine lange Nacht vor uns. Na, habt Spaß. Ich bin eure Wunden, edler Herr. Ihr habt zu Recht gerichtet. Unser Herz und oft auch mehr sind euch zu Dank verpflichtet. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt. Doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an.
Genieß den Abend. Es kribbelt mich schon beim Zusehen. Wie ist euer Plan? Belitzer, komm, lass mich dich aus der Gosse holen. Ich habe viel Potenzial, weißt du? Ach, hätte ich bloß nicht mit Mario gespielt. Aber ich komme nicht in Sachen. Ich alles fühlte, sah und kostete. Ich bereue keinen Augenblick davon. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Wo sind Claudia und Maria? Wir kamen mit dem Geld zurück, aber sie sind uns gefolgt. Was? Meine Schwester weiß, ein Messer zu führen. Und ich bin bereit, es wieder zu tun. Gesprochen wie eine wahre Auditore. Endlich seid ihr zur Vernunft gekommen. Wurde auch Zeit.